Kathmandu, die Hauptstadt Nepals. Der Ukraine-Krieg ist weit entfernt und doch sind seine Auswirkungen hier spürbar. Tausende Nepalesen kämpfen auf Seiten des russischen Angreifers. In den sozialen Netzwerken wird der Einsatz in der Ukraine mit markigen Worten schöngeredet. Auch deshalb lassen sich viele verleiten. In der Hoffnung, der Armut zu entfliehen und ihren Familien zu helfen, riskieren sie ihr Leben. Wer es zurück nach Hause schafft, ist für immer gezeichnet. Dennoch wollen viele ihrem Beispiel folgen und nach Europa an die Front. Eine Trauerfeier, nur wenige Kilometer außerhalb von Kathmandu. Einmal im Monat trifft sich diese Familie, um Purna Bahadur zu gedenken. Vor 3 Monaten ist er in der Ukraine gefallen. Einer seiner Kameraden rief Lilu an und berichtete ihr am Telefon vom Tod ihres Mannes. Die Nachricht, ein Schock, den Lilu noch nicht überwunden hat. Als ich die Nachricht vom Tod meines Mannes hörte, fühlte sich das an, als ob ich von einer Klippe springe. Wochenlang konnte ich es nicht glauben. Ich habe es schlichtweg abgelehnt zu akzeptieren, dass er weg ist. Und auch heute noch habe ich manchmal das Gefühl, er könnte jeden Moment anrufen. Doch sie weiß, dieser Anruf wird nie kommen. Purna war eigentlich Fahrer, nicht Soldat. Um seine Schulden zu bezahlen, ging er zur russischen Armee. Nach gerade mal 2 Wochen Training wurde er an die Front geschickt. Sein Tod hinterlässt in seiner Familie eine schmerzliche Lücke. Seine jüngste Tochter ist überzeugt, dass ihr Vater eines Tages zurückkommt. Meine kleine Tochter hat das noch nicht ganz begriffen. Wenn sie Fotos von ihrem Vater sieht, bittet sie mich, ihn anzurufen. Sie versteht nicht, warum er sich nicht mehr meldet. Sie weint oft. Auch Lilo ist am Boden zerstört. Sie weiß nicht mal, ob der Leichnam ihres Mannes zurückkommt, damit sie ihn beerdigen kann. Zu Hause erinnert sie alles an Bahadur, mit dem sie 10 Jahre lang zusammenlebte, bis er nach Russland ging. Es ist hier so einsam ohne ihn. Ich kann seine Abwesenheit geradezu körperlich spüren. Ich vermisse ihn. Darüber hinaus muss sie 6.000 Euro Schulden abbezahlen an Bahadurs Schleuser, der ihn nach Russland brachte. In Nepal gibt es hunderte Familien mit einer ähnlichen Geschichte. Die Männer entweder gefangen oder tot, andere angeblich noch am Leben, aber ohne Kontakt zur Familie. Die Leichname werden oft nicht zurückgebracht, sodass sie nicht auf traditionelle Weise öffentlich eingeäschert werden, wie es in Nepal üblich ist. Suman gehört zu jenen, die es aus der russischen Armee herausgeschafft haben. 3.000 Euro hat er einem russischen Schleuser gezahlt, damit dieser ihn außer Landes schafft. Heute besucht er einen Tempel, um Gott zu danken, dass sein Leben verschont blieb. Suman ist schwer traumatisiert von seinen Erlebnissen an der Front in der Ukraine. Ein Toter interessiert die Russen überhaupt nicht. Ob man überlebt, hängt von der Schwere der Verletzung ab. Lässt sich das behandeln, wird man gerettet. Wenn nicht, sollten wir die Person noch an Ort und Stelle erschießen. Solche Erlebnisse haben seine Einstellung gegenüber dem Krieg geändert. 3 Monate kämpfte Suman für die russische Armee. Den versprochenen Sold von 2.000 US-Dollar pro Monat erhielt er nicht. Seit seiner Rückkehr ist Suman arbeitslos. Er bietet sich als Tagelöhner an und fragt die Ladenbesitzer in der Gegend nach Arbeit, doch ohne Erfolg. Eine Enttäuschung nach der anderen.
Heute ist einfach nicht sein Tag. Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt, auch die auf dem Arbeitsmarkt. Mehr als 5 Millionen Nepalesen arbeiten im Ausland. Viele von ihnen sind bereit, besondere Risiken auf sich zu nehmen, wie zum Beispiel eben für die russische Armee zu kämpfen. Dies ist eine besondere Polizeieinheit. Ihre Aufgabe ist es, Nepalesen davon abzuhalten, sich für die russische Armee zu melden. Kommandeur Bhupender Khatri und sein Team schließen zum Beispiel Rekrutierungsbüros oder nehmen Vermittler fest. Die Schleuser überreden manche Männer geradezu, nach Russland zu gehen und versprechen ihnen das Blaue vom Himmel herunter. Vor kurzem haben Khatris Leute eine Gruppe von 20 Nepalesen festgenommen unter dem Verdacht des Menschenschmuggels. Stapelweise Bargeld, Reisepässe und illegale Dokumente wurden sichergestellt. Für Kommandeur Bhupender Khatri war die Festnahme ein Augenöffner. Ihn beunruhigt die Rolle von Schleusern im Ausland. Das ist offenbar ein ganzes Netz von Schleusern mit Gewährsmännern in Indien oder auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die alles Notwendige organisieren. Also manchmal geht eine Route von Kathmandu erstmal nach Dubai. Dort bekommen sie dann ein Visum für Russland und dann geht es weiter. Solche Dinge finden wir heraus. Aber Polizeirazzien und das zunehmende Risiko schrecken viele junge Männer dennoch nicht ab. Jeden Tag surft Sonisch stundenlang in den sozialen Medien. Vor allem TikTok-Videos über Nepalesen in der russischen Armee haben es ihm angetan. Er ist sich sicher, ein Einsatz in der Ukraine ist das Ticket für ein besseres Leben. Sonisch versucht auch seine Mutter davon zu überzeugen, mit wenig Erfolg. Dein Onkel war auch arbeitslos und ging nach Russland. Jetzt ist er in großen Schwierigkeiten. Und jetzt willst du das auch machen. Bitte geh nicht, auch wenn wir dich finanziell nicht unterstützen können. Doch Sonisch will das Risiko unbedingt eingehen. Das russische Angebot ist zu verlockend. Ein hoher Sold und die russische Staatsangehörigkeit als Gegenleistung für den Kampfeinsatz. Hier habe ich keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Da ist das für mich einfach die beste Option. Manchmal muss man eben Risiken eingehen. Ohne Geld kannst du nichts machen, egal wo. Deshalb will ich das machen. Deshalb will ich für die Russen kämpfen. Sonisch arbeitet stundenweise als Taxifahrer in Kathmandu. Er verdient rund 15 Euro am Tag. Es fällt ihm schwer, damit auch seine Eltern zu unterstützen. Heute besucht er eine Agentur, die Jobs im Ausland vermittelt. Er will wissen, ob sie ihn an die russische Armee vermitteln können. Doch die Auskunft ist nicht die gewünschte. Nein, heißt es, dabei könne man nicht helfen. Bei der russischen Armee verdient man viel besser als in Katar oder Dubai als Wanderarbeiter, habe ich gehört. Deshalb will ich zur Armee. Klar, das ist gefährlich, deshalb will die Agentur dabei nicht helfen. Und deshalb ist auch die Regierung dagegen. Sonisch macht sich auf die Suche nach einer anderen Agentur, die ihm vielleicht helfen könnte. Die nepalesische Regierung unterstützt die Verurteilung der russischen Aggression gegen die Ukraine durch die Vereinten Nationen. Und sie fordert die Bürger auf, sich nicht an dem Krieg zu beteiligen.
Nepals früherer Außenminister Narayan Prakash Sood, noch bis März im Amt, sagt uns in einem Interview, er selbst habe mit seinem russischen Kollegen über das Thema gesprochen. Ich möchte meiner Besorgnis Ausdruck verleihen über das Anwerben unserer Bürger für die Armee eines Landes, mit dem wir keine entsprechende Übereinkunft haben. Offenbar geschehen diese Rekrutierungspraktiken mit dem Wissen der russischen Regierung. Doch was auch immer Nepals Regierung unternimmt, geändert hat sich bislang kaum etwas. In Kathmandu engagiert sich die Aktivistin Krito Bandari gegen das Anwerben von Nepalesen. Heute wird sie von trauernden Familien begleitet, die Gerechtigkeit fordern für ihre getöteten Angehörigen und die Überstellung der sterblichen Überreste. Haben Sie ein Dokument, das belegt, dass Ihr Mann für die russische Armee kämpfte? Wenn ja, dann kopieren wir das und reichen es ein. Lilo ist heute auch dabei. Sie will erreichen, dass der Leichnam ihres Mannes Purna nach Nepal gebracht wird. Ziel des Marsches ist die russische Botschaft. Letztlich werden sie jedoch von der Polizei gestoppt. Niemand in der Botschaft will irgendetwas entgegennehmen. Die Familien hier kommen aus den abgelegensten Regionen Nepals. Es war nicht einfach für sie, aber sie fordern die russische Regierung auf, sich um ihre toten Angehörigen zu kümmern. Und die russische Regierung soll bei der Bergung der Leichen helfen. Lilu und die anderen Familien sind entschlossen, weiter für ihr Anliegen einzutreten. Alles werde diesem Ziel untergeordnet, sagen sie. Rückführung der getöteten Kämpfer und Rückkehr von jenen, die noch an der Seite des Angreifers Russland gegen die Ukraine kämpfen und dabei jeden Tag ihr Leben riskieren.